Hey Leute, bevor das Video jetzt losgeht, noch ein kurzer Clip, wo Adalhelm und den anderen kurz vor der Aufnahme passiert ist, also so ungefähr 5 Minuten vor der Aufnahme. Und ja, wie ihr gerade gesehen habt, ist da eine Dame gekommen. Patrick dachte, das ist jemand von uns. Und ja, deswegen hat er sich nichts dabei gedacht. Und derjenige ist dann auch den Kran hoch. Wir haben uns halt immer noch nichts gedacht. Gehört halt zu uns, ne? So, jetzt hat kurz danach, fällt uns auf, okay, gehört gar nicht zu uns. Ist jemand anderes. Warum steht der auf dem Kran? Dann Adalhelm denkt sich dann halt, jo, gehen wir mal hin, fragen, ob er freundlich ist. Vielleicht nimmt er ja mit auf oder spielt mit. Je nachdem. Hier winkt er auch noch. Patrick winkt dann auch. Und dann, liebe Freunde, ja, dann springt's halt einfach mal, ne? Hey Genossen, checkt die Flossen, hier ist euer A-Team und willkommen bei einer neuen Folge Daisy Stand Alone. Und ja, gerade rennt hier so ein kleiner Spieler vor uns weg und der will nicht mit uns reden. Das heißt, wir fordern jetzt noch einmal auf, stehen zu bleiben, und wenn er dann schnell stehen bleibt, dann kriegt er eine Kugel Blei in den Kopf. Und ja, wir spielen natürlich nicht alleine. Sag mal alle Hallo. 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 So. Wo ist er denn hin? Du hast nur gesagt, hallo. Ich schneide ihn, glaube ich, gleich den Weg ab. Wo ist denn der? Ja, ich sehe ihn gar nicht mehr. Nee, ja, ist er nicht. Ah, verdammt. Einfach weiter. Der ist schon in den Schienen entlanglaufen, so ungefähr. Nee, ich glaub, wir wollen doch nur spielen. Hier am Wasser. Okay. Alle zum Wasser. Ich meine, wir hätten ihn schon lange erschossen. Der kann auch eigentlich stehen bleiben. Wir wollten ja unbedingt die Aufnahme erst starten. Wenn er da hinten rennt, oder? Ist er. Nee. Oh je. Ja, die Zombies sind immer noch so aufdringlich wie. Ich glaube, der ist weg. Der ist weg. Ich werde mal hier versuchen, meine. Ich glaube, der hat uns abgehängt. Weil du nicht erschießen wolltest. Ich bin halt freundlich. Voll die geile Maske, die wollte ich haben. Okay, die dann hab ich suchen wir weiter. Vorhin rausgeschmissen, so ein Ding. Wollen wir ins Polizeirevier gehen? Nee, wir gehen jetzt nicht in die Stadt. Mann, aber nur okay, Jungs, ich habe gerade hier ein kleines Bugproblem, ein Zombie. Ah, jetzt. Aber ich will mich ausrüsten, ich bin der Noob. Also, wo wollten wir hingehen? In die Innenstadt? So, in wo seid ihr denn gerade? In Elektro. Ja, das war mir klar. Also, in Elektro. Bei den Schienen, komm einfach zu den Schienen, dann siehst du uns. Wir wollten zum Inland. So. Oder? Also an den Schienen hier, ne? Hm. Du läufst vorbei. Ja. Du läufst vorbei. Läuft denn da vorbei? Ich lauf dann vorbei. Und der Patrick. Ach, da seid ihr. Wie gesagt, du bist vorbeigelaufen. Und läuft nicht. Das machst nichts. Da seid ihr. Hast du Tomaten auf den Augen? Nee, ich hab nun mal hinten keine Augen. Ich wollte jetzt da zu dem Haus da rennen. So, ja, ich würde sagen wir noch ein bisschen was zu unserer blauen Kopfbedeckung. Und zwar, wir haben uns gedacht, dass wir uns besser erkennen, ziehen wir an der blaue Sachen an, am besten blaue Helme, aber wir haben noch nicht so viele blaue Helme. Ja. Hier, der Kollege hat noch gar keinen blauen Kopf, noch gar keine blaue Kopfbedeckung, aber wir finden schon was. Ist, ja genau, so, wir finden noch sind was. Wir eigentlich vollständig? Nein, irgendwie fehlt da noch einer, oder? Nein, der ist auch gerade gegangen, der. Ja, aber wir waren doch vorhin zu sechst. Und jetzt sind wir nur noch zu viert. Der eine ist. Der Nicolini fehlt. Der Nicolini. Gut, wollen wir. Das Haus sieht da hinten gelootet aus. Ich weiß nicht, ob Elektro noch so viel Sinn macht jetzt. Ich würde aber nochmal lieber ins Polizeirevier gehen, weil das meistens was. Ja, aber wenn doch die Leute auch gelootet haben. Ich hab grad. Ja, vor allem wir haben doch vorhin alle schon wieder alles gelootet. Nee, wir sind doch nicht so. Ich hab grad ich hab doch auch hier. Einen schönen Bug. Meine Hose ist verschwunden und da war mein FNX drin. Weg? Ja, die ist weg. Cool. Ja, schade, dass der Spieler jetzt weg ist. Den hätte ich jetzt gerne kennengelernt.
meine Meinung gesagt, beziehungsweise ja, also ich sehe gerade in der Stadt sind meine Frames doch wieder ganz im Keller. Ja. Zombie? Liegt am Spiel, glaube ich. Mein Gott. Nicht an dem Rechner. Ja, nein, das ist eh klar. Ich habe hier ja vorhin die Einstellung hochgedreht. Ich zieh mal die Axt. Also ich denke mal, ich werde jetzt mal die Einstellung gleich wieder runterstellen. Patrick, wo bist du? Ich bin die Treppe hochgegangen, um von dem Zombie wegzukommen, damit ich kurz mal meine Konfiguration rein kann. Weil ich habe Bilderbuch. Nico, du gehst gerade zu Feuer, zu den... Suchst ja schon ein bisschen was zusammen, oder? Ja, ich suche mir gerade was zusammen hier. Es regt mich gerade wirklich auf, dass das Ding weg ist. Mir leckt auch gerade. Ist mir nie passiert, dass ich meine... Hast du jetzt auch so gesehen gar keine Hosen an, oder was? Doch, ich hab, die Hosen getauscht. Hunterpants an. Ich hab Hosen getauscht. Achso, dann warte, das liegt am Server. Manchmal braucht das ein bisschen, bis dann wieder was da liegt. Aber vorhin schon. Okay. Ja, aber hier ist mein Lieblingshaus, da bin ich mal gerne drin. So, ja, ich war doch. Ja, jetzt läuft's auch flüssig. Was hast du gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Ich hab die Grafik runtergestellt. Echt? Hast du nicht hier hochgestellt, damit es flüssig läuft? Oh mein Gott, wie ich meine Waffe halte. Ja, was hast du runtergestellt? Na, hauptsächlich die Texturen für die ganzen Sachen. Also für Terrain. Okay. Weißt du was? Ich lasse jetzt einfach die öffnen. Also ich hab die jetzt nicht mehr. Braucht jemand noch ein Nähzeug? Oh mein. Nicht. Mein FNX ist zwar jetzt weg. Aber das Gute ist, ich habe mal. Ich hab da noch so eine. Warte, wie heißt der nochmal? Nee, ich habe mein Magazin. CR75. Wo seid ihr? Seid ihr in dem Gebäude hier? Bin hier reingegangen. In dem. Kann man mehr als eine Flasche auf? Nee, mehr Wasser gibt es. War natürlich geil gewesen. Davon kriegst du mehr Durst, als du gedurstigt wirst. Gesättigt, sagt man auch. Man kann ja sein. Patrick. Oh. Das ist die Logik. Du bist ein Patrick. Ich bin gerade auf der Hauptstraße. Na, du schlägst Zombies, genau, ne? Ich schlag gerade so einen Zombie. Warte, lauf zurück. Wir warten hier auf Nico. Wo ist zurück? Da ist zurück. An den Schienen. Ich sehe gerade. Muss hier nur mal kurz mal in die Videoeinstellung wieder. Können wir mal. Und zwar, wo unser. Also, ich. Wir hatten jetzt vor, dann wieder Richtung Inland zu gehen. Ja. Da wir jetzt wieder ziemlich. Also, nicht mehr ganz so gut equipped sind und die Kleidung wieder. Nicht so gut ist bei uns, weil. Wir hatten ja in Tscherno, war es ja, glaube ich, das Feuergefecht, wo wir alle gebrüstelt wurden. Ja. Und ja, da sind wir immer noch am Knabbern, würde ich mal sagen. Ja, der Schütze, der euch da belagert hatte, der hatte mich auch irgendwie erwischt, weil ich war gleich in der Nähe. Ja, ich denke, würde sagen, dann gehen wir ins Inland, rüsten uns da aus und danach gehen wir wieder nach Tscherno oder halt wieder hier an den Strand, wo mehrere Spieler sind. Und dann können wir wieder ein bisschen Action machen. So, also... Ich hätte vor allem mal Lust, wenn wir dann wirklich eine Weile lang high equipped sind, dass wir und wenn wir mal wieder richtig von vorne anfangen wollen, dann killen wir uns nicht irgendwie so, sondern wir geben das Zeug dann alles den Anfängerspielern am Strand. Auch eine Idee, ja. Fangen dann selber von neu an. Dass sie uns direkt killen. Ja, das ist mir dann auch egal. Aber man kann ja noch eine Notiz beilegen. Neuanfang ist also Neuanfang. Man kann ja jetzt wohl hier schon schreiben. Ja, da weiß ja nicht, ob es ankommt, weil. Wenn der Server zum Beispiel neu startet, ist alles weg. Ja, stimmt. Wenn es einen Spieler direkt gibt, der wird sich erstmal denken, was ist denn das für ein Vollidiot, gibt mir sein ganzes Zeug. Ja gut, aber erstmal müssen wir wieder equipped werden. Also einige haben ja wieder neu angefangen. Zum Beispiel auch ich. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt wenigstens wieder ein bisschen Kleidung trage. Ja, der Nico ist, glaube ich, der Einzige, wo heute kaum gestorben ist. Ja? Was? Gar nicht eigentlich. Nur 7 Mal, oder? Mal vom Dach gefallen, Flo. Ja, sag ich doch. Du bist kaum gestorben. Ah ja. Sag mal, haltet ihr das für eine gute Idee, hier so offen eigentlich? Bei Elektro? Ja, auch schon wieder viele Spieler hier. Klar, Elektro ist doch so ein Dorf, da will doch niemand hin, oder? Ja.
Also, sollen wir uns irgendwo wenigstens vielleicht komm, wieder am Anfang, also wieder da, wo wir vorhin waren, in der Scheune oder so. Ach, Hafen? Oder an dem Hafen. Ja, okay, dann gehen wir da zu der Scheune. Oder am Hafen irgendwie verstecken. Nee, da gehen wir zu der Scheune, wo wir vorne waren. Ja. Gute Idee. Aber wenn man in die Scheune geht, machen wir sie zu. Stellen wir uns so hin, dass wir die Eingänge gut im Blick haben, so dass man uns nicht sieht, wenn man reinkommt, und dann kann man ja das Problem lösen, falls irgendjemand reinkommt. Mhm. Also, dass man die vielleicht schnell anspricht, und falls sie irgendwie eine Waffe ziehen, müssen wir halt auch drauf schießen. Ja, hat er nur zwei Eingänge, dann kann einer da oben rausschauen bei diesem Miniraum. Richtig. Und zwei können Eingänge bewachen. Richtig. Nico, du wolltest was sagen? Ich hab viel Frieden gefunden. Ah, sehr gut. Ich bin in der Schule, wenn er mich sucht. Ja, beeil dich, wir warten auf dich. Einfach kurz in der Elektronik kommt, oder habt ihr so viel Angst? Ja, schau am besten die Polizeistation, die Schule und schnell den Supermarkt durch. Genau. Das sollte reichen. Weil wir müssten dann eigentlich hier nur Richtung Norden. Haben wir genügend Essen und Trinken? Ja, ich Also ich habe eine Shotgun gefunden. Ich meine ja so, dass es ich habe eigentlich reicht, nicht so viel, um uns alle zu ernähren. Also ich bin schon wieder hungry. Bei mir ist Trinken Mangel. Ja gut, auf Flüsse treffen wir. Das ist kein Problem. Okay. Flüsse oder in einer nächsten Stadt. Und wenn man wieder gut. Mit dem Durst mache ich mir meistens. Also ich gehe jetzt noch Was der Durst? Nee, das ist Durst, habe ich kein bisschen Sorgen irgendwie. Okay, weil ich habe nur Essen und eine Flasche, aber ansonsten. Ah, scheiße. Ich kann gerade wieder nicht schlagen, ich habe das Schlagproblem. So. Der Zombie war gar nicht bei mir in der Nähe und hat mich trotzdem getroffen. Hoffen wir, dass die Zombies jetzt nicht wie in den letzten Folgen so, oder beziehungsweise in der letzten Folge. Hast du Bandagen oder soll ich dich Bandagen? Einen Meter vor uns spawnen. Ich kann nicht mal mehr boxen. Bandagier dich mal, ja. Warum? Ist das passiert? Nein, gar nicht. Ja? Ich kann einfach nur nicht mehr boxen. Du blutest bei mir. Echt? Ja. Stimmt, bei mir steht Bleeding, aber ich sehe auf dem Bildschirm nichts. So. Okay. Okay. Bitte. Würde ich würde mich gerne kurz mal auslagen, bloß ich kann wirklich nicht boxen, ich kann keinen Zombie niedermetzeln. Na, das ist ja klasse. Und du Leertaste drückst auch nicht. Wo ich Leertaste, ich kann nicht boxen. Ja, okay, dann renn ein bisschen von den Zombies weg und relock dich schnell. Ich lock kurz in den Spaut, reconnect. Du hast eine Stoppuhr am Laufen, ja. Ich hab die Stoppuhr am Laufen. Wieso, willst du Zeit wissen? Nee. Nur, ich wollte nur wissen, ob's am Laufen ist. Ich sag dann schon an, wenn wir bei 20 Minuten sind. Ah, vielen Dank. Ich könnte ja mal eine Eieruhr nehmen. Die klingelt dann. Ja. Die macht dann großes Geschrei. Also ich schaue hier aus dem Fenster ein bisschen raus. Leider hat der nach vorne keine Fenster. So, alle Türen sind bewacht. So, dass man halt die Tür im Blick hat. Aber sobald die Tür aufgeht, dann wissen wir halt, aha. Was ist jetzt? My stomach grumbles. Ja, und da höre ich schon jemand essen. So, esse ich gerade was. Das ist ja unfair, ey. Ja. Ja, also wer Essen braucht, ich kann was abgeben. Immer gerne. Ja. Ich habe nur drei Dosen. Ich habe gar nichts. Dosen hast du, oder? Den habe ich, ja. 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 Wir brauchen jetzt eigentlich noch eine zweite Waffe, ich habe noch eine übrig. Ich habe meine vorhin abgegeben. Brauch nur ein Magazin. Ja, dann kommst du hoch. Die könnte ich. Dann lege ich dir hier mit Munition noch dann hin. Du hast mir zwar vorhin eine gegeben, aber die habe ich ja voll durch den Bug verloren. Achso, siehst du. Dann machen wir das doch lieber so. Achso, ja, dann nehme ich sie dann schnell. Außer jemand hat eine Säge, dann könnte ich mir auch meinen. Ich habe einen Shotgun gefunden. Könnte ich dann als zweite Waffe nehmen. Nee. Säge habe ich nicht mehr. Aber da finden wir vielleicht eine, kannst du ja mal mitnehmen.
Also ich muss sagen, ich finde die Eat-All-Funktion mittlerweile echt toll. Ja, finde ich auch. Ja, da musst du nicht mehr viermal auf einen Gegenstand. Genau. Und es geht dann, glaube ich, auch doppelt so schnell, als wenn du viermal drückst. Ja. So, Nico, brauchst du noch lang? Ja, ich bin gerade Eckhaus. Mhm. Hier ist Essen, also eine Dose Essen. Bringe ich Pristine Grey mit? Ja, schau am besten nur das Wichtigste, dass du halt dich ein bisschen beeilst. Naja, ich gucke nur auf Essen oder wirklich Waffe. Mich rausspielen. Naja, mal los. So, wir haben nur eine Tür im Blickwinkel, oder? Ja. Ich bewache die eine da von oben. Guck grad raus. Dann mach ich jetzt ja, dann ist nur die da vorne. Ja, dann schaust du auf die falsche, oder? Ihr schaut beide auf die gleiche. Na ja, gut, dann. Das ist gut, wenn man nicht zu nah an der Tür steht, dann. Wer ist da gerade durch die Wand nach draußen geflogen? Also ich bin drin. Bin hier noch. Also wer war gerade oben? Oben. Mit Blick auf Elektro. Ich bin. Also Patrick, machen wir es so, dass du mir die Datei schickst danach. Also dass mir halt. Okay, dann werdet ihr jetzt. Seht ihr unten. Rechts, links, keine Ahnung wo. Seht ihr noch Patrick seine Perspektive? Was werden wir jetzt mal so testweise, ob das so. Wo du sagst. Ja, aber. Dann heißt es nicht, ich hab's nicht gesagt. Genau, das stimmt. Also ich muss sagen. Also wie ihr seht. Ich bin auch sehr zufrieden jetzt mit der Software. Die nimmt echt gut auf. Ich kann mich auch nicht beschweren und ich habe ja gar keine Verzögerung so gesehen. Aber so kommt es mir im Moment auch vor. Ich sehe zwar nicht, wie viele Frames ich habe, aber ich sehe es ja an der Bewegung, wie flüssig das läuft. Und ein Spiel kommt dann, glaube ich, insgesamt flüssiger vor, wenn man die FPS-Anzahl nicht sieht. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Ja gut, das kann durchaus auch sein. Oder man achtet halt nicht so drauf. Ey. Wenn man sieht, okay, was nur noch 21 FPS, dann merkt man es wahrscheinlich gar nicht, aber man hat es halt irgendwie so ein Gefühl. Ah, naja. Aber bei den anderen Softwares habe ich extra die Qualität runtergestellt und hier konnte ich sie noch hochstellen. Mhm. Und ich habe jetzt auch Anti-Analyzing an und dann sind die, ich glaube, das Kantenklärung oder sowas, ja. Ne? Wie sowas. Die Kanten sind jetzt viel smoother. So gesehen habe ich Smooth Terrain. Da wir ja nicht mehr Richtung Elektro gehen, kann ich ja meine Grafik wieder ein bisschen hochdrehen. Mhm. Ja, ich glaube, den Game Booster, wo ich immer anhatte, wo die FPS angezeigt hat, bringt, glaube ich, auch gar nichts. Irgendwie, habe ich das Gefühl. Kann durchaus sein, ja. Also ich merke mal keinen Unterschied, wenn ich jetzt so ohne spielen. So, das ist eine SKS, ne? Ich, Dennis. Ja. So, haben wir nochmal ein bisschen die Einstellung geändert. Was hast du, Patrick? Ah, genau, der Sporter, ne? Ne, hier so eine Blaze. Und Nils, was hast du? Eine Double Rifle. Ja, meine ich. Eine M4. Okay. Warte, ich kann dir mal eine neue Waffe, zweite Waffe zeigen. Hier. Das ist, die Empire, die heißt. Kann ich gleich auch mal schauen. Schick. Extrem langer Lauf. Jetzt sowas von James Bond oder so. Sieht auf jeden Fall nice aus. So. Kann sie nochmal im Inventar zeigen. So sieht's die aus. Die Pistole da, diese lang. Geh raus, ja. Und heißt. Hier wäre übrigens so eine Maske. Amphibia heißt sie. Ja, genau. Ja. Ich nehme sie dir wieder mit. Aber die macht kaum Schaden, die Amphibia. Leider. Mach nicht mal One-Hit auf Zombies. Warum? Achso, ja, das machen die FNX und so auch nicht. Nur Kopfschuss. Ja, ich krieg die Tür wieder mal nicht zu. So, was will ich noch zeigen? Ah, genau, man kann die Axt jetzt färben. Ah, das ist. Kann ich auch mal zeigen. Ja.
Die Axt. Färben. Ist jetzt nämlich, wie man sieht. Ja, man kann die färben. Die ist jetzt grün. Und nicht mehr so. Ja, bei mir. Gelb-rot. Das ist natürlich. Warte, Nils, du hast eine normale. Warte, zeig mal. Zum Vergleich. Badly Damage Axt bei mir sieht man nicht so. Vielleicht sieht man das gelb ein bisschen. Gelb-rot bei ihm. Naja. Und bei mir hier grün. Ach, also ich habe sie schwarz gefärbt, aber. Kann man also auch anpassen. Habt ihr auch Spray bei? Ja, ich hab Pristine. Ich hab nicht. Gut, weil dann würde ich nachher meine Waffe gern noch umsprühen. Wie lange noch? Mhm. Also. Wie lange sitzen wir noch rum? Ja, ich komme ja schon. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich gucke ja hier schon auf die Hauptstraße, ob da nicht irgendjemand vielleicht kommt. Ich auch. Bisschen. Ach, du bist rausgegangen, ne? Also bitte nicht rum. Ich sag aber Bescheid, bevor ich reingehen würde. Jo. What the fuck, ich glitch hier. Alter. Ich war gerade. So. Nils, nimmst du auch auf, oder? Ja, ja. Ich wollte nur mal sagen, die 20. Coole Sache. Du bist gerade tierisch leise bei mir. Ich wollte nur sagen, dass die 20 Minuten angebrochen sind. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, kommst du noch zu uns und dann war das halt eine Wartefolge. Ja, das war doch richtig gut. Wo wir das neu, wo wir wenigstens halt ein bisschen gezeigt haben, was so neu war, was jetzt neu ist und ja. So, wo habe ich denn also Tommy gehört? Eine ganz gemütliche Folge diesmal, wo wir am Anfang einen Spieler gejagt haben. Mhm. Wo seid ihr vorhin da, wo wir uns vorhin getroffen haben? Ja, in dieser Scheune. Die okay, ist, genau, dann, die Scheune. Da komm ich schnell gerannt. Was, sag, wenn du reinkommst. Na, in diesem kleinen Hafen mit dem Kran da. Wo wir vorhin den Spieler gesehen haben. Okay. Auf der Straße stand ich er. Ich hör Schüsse. Auf der Straße. Ja, ich habe auch einen Schuss gehört. Ich glitsche wieder in der Treppe, ist unglaublich. Lebst du noch, oder? Okay. Ja, das ist echt ein Glückstag, oder? Wo warst du ungefähr? Ich auf der Straße zu Elektrorin. Schießt du auf mich. What the fuck? Wer ist runtergefallen? Bist, hast du ja was gebrochen? Ich hab einen Bruch, Okay, ich hab Morphin, Moment. Okay. Ich hab den Spieler gesehen. Warte mal. Können wir jetzt eine Pause machen und jagen wir den Spieler in der nächsten Folge, oder? Ja, dann geht's hier direkt weiter, oder? Du hast mich runtergepackt. Sorry. Okay, dann Leute, bis zur nächsten Folge. Könnte sein, dass es ein richtig geiles Feuergefecht oder so kommt, oder auch nicht. Also wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge.